seit einigen Monaten, verstärkt seit einigen Wochen, wird in der deutschen Öffentlichkeit über die Sammlungsbewegung Aufstehen diskutiert, meist bezeichnet als Sarah Wagenknecht-Bewegung oder Wagenknecht-Lafontaine-Bewegung. In der Tat, die Anregung kommt daher. Inzwischen ist die Sache aber viel breiter aufgestellt, neben etlichen Politikern und wissenschaftlichen Beratern der Linken, auch solchen, die nicht dafür bekannt sind, zum engeren Umkreis der beiden genannten zu gehören. Sozialdemokraten, Grüne und Parteilose haben sich geoutet, sind dabei. Also ich hoffe, diese Verengung wird bald ein Ende finden. Warum habe ich mich dieser Initiative angeschlossen? Meine Wahrnehmung ist, dass die drei Mitte-Links- bzw. linken Parteien, die es in Deutschland gibt, nicht bzw. nicht mehr imstande sind, zur Masse des Volkes vorzudringen. Das hat unterschiedliche Gründe. Der eine Grund, der betrifft vor allem die SPD und die Grünen, ist die Anpassung an den neoliberalen Mainstream, der sich seit den späten 70er Jahren in den westlichen Metropolen durchgesetzt hat und den man irgendwann als unvermeidlich angesehen hat, dem zu folgen. Stichwort Tony Blairs New Labour und in Deutschland Hartz IV Agenda 2010, das sind nur Stichworte, die aber maßgeblich dazu beigetragen haben, dass die SPD inzwischen prozentual halbiert ist gegenüber der Zeit vor 20 Jahren. Bei der Linkspartei ist es etwas anders. Sie konnte bis vor einigen Jahren, jedenfalls im Osten Deutschlands, sozialen und politischen Protest artikulieren und wurde nicht ohne Grund eine Volkspartei genannt. Es gibt ja unterschiedliche Volksbegriffe in der Geschichte der sozialistischen Bewegung, der Arbeiterbewegung, spielt ja vor allem der soziale Volksbegriff eine Rolle, also die Volksmassen gegen die Eliten. Das ist ja nichts Neues, das durchzieht die ganze Geschichte. Sozialdemokratische Zeitungen hießen Volksstimme, Volksfreund und so weiter. Das war gängig. Und seit einigen Jahren wird das als nicht nur unpassend, sondern unzulässig empfunden, mit dem Volksbegriff zu operieren. Da drückt sich ja etwas aus. Es drückt sich aus, dass man stärker orientiert auf bestimmte, ja teils jugendliche, intellektuelle, eher vom Hochschulen geprägte Milieus, teilweise Randgruppen, was ich jetzt nicht diskriminierend meine, sondern einfach von der Quantität her, also sexuelle Randgruppen beispielsweise. Wenn man so will, sind das ja gewissermaßen die weichen Themen, mit denen man auch weit ins liberale Lager wirken kann. Aber in dieser Eindeutigkeit und kombiniert mit der Anpassung an den neoliberalen Mainstream, der sich seit den späten 70er Jahren durchgesetzt hat, führt das zur Abstoßung weiter Schichten, die traditionell das Wählerreservoir linker Parteien, also in dem Fall weniger der Grünen als der Sozialdemokratie und teilweise auch der Linkspartei oder früher der PDS bildeten. Nun lässt sich nicht bestreiten, dass das
traditionelle Arbeitermilieu sich weitgehend aufgelöst hat. Nicht die objektive Klassenscheidung, aber das Milieu. Und dass es heute komplizierter ist. Wir haben ein neues Dienstleistungsproletariat, wir haben Differenzierungsprozesse in der Arbeiterschaft, wir haben mehr die Angestelltengesellschaft als die von der industriellen, großindustriellen Arbeiterschaft geprägte Gesellschaft. Und dennoch geht es ja heute wie ehedem für linke Politik darum, eben wie es im Görlitzer Programm der SPD 1921 hieß und ähnlich von der KPD bei ihrer Wiedergründung 1945 formuliert wurde, das arbeitende Volk in Stadt und Land zu gewinnen. Das ist es, worum es geht. Die Masse der Bevölkerung, inzwischen über 90%, sind abhängig Beschäftigte, ein kleiner Prozentsatz von denen hoch privilegiert, beispielsweise Hochschullehrer. Der Rest besteht auch überwiegend aus kleinen Selbstständigen, die ebenfalls in diesem sozialen Sinne zum Volk gehören. Also das sind die Gruppen, die angesprochen werden müssen, die man nicht zu 100% wird erreichen können, aber man muss sozusagen auf 90% zielen, um vielleicht in der Summe 60% zu erreichen. Meine Wahrnehmung war, dass die drei Parteien in unterschiedlicher Weise, so wie sie sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten präsentiert haben, nicht mehr imstande sind, diese breiten Schichten des Volkes zu erreichen. Und das ist verbunden damit, dass in diesen Parteien, also ich kann das am besten für meine eigene Partei, die Sozialdemokratie, beurteilen, auch bestimmte Gruppen nicht mehr zum Tragen kommen. Man Spötter sagen, die größte Arbeitsgemeinschaft der SPD ist die Arbeitsgemeinschaft unzufriedener Sozialdemokraten. Also es geht einmal darum, diese Gruppen zu reaktivieren, die heute inaktiv geworden sind aufgrund von Frustration. Und es geht aber vor allem auch darum, diejenigen, die sich völlig abgekoppelt haben vom politischen Prozess oder die in einer Fehlorientierung sich jetzt der neuen rechten Opposition, der AfD, angeschlossen haben, weil sie meinen, dass dort am ehesten der Protest gegen das internationale Finanzkapital und gegen die abgehobenen Eliten artikuliert wird, diese Gruppen zu gewinnen. Dazu reichen die Parteien, so wie sie heute sind, nicht aus. Es muss ein neuer Ansatz gebildet werden. Es geht aus meiner Sicht nicht darum, eine neue Partei zu gründen. Es geht darum, sogar die Mitgliedschaft in den bestehenden Mitte-Links- und Linksparteien nicht nur zu akzeptieren, sondern sogar noch zu fördern, aber darüber hinaus eben die Gruppen zu erreichen, die diese Parteien nicht mehr erreichen, um dann mit Blick auf 2021 zu einer anderen Regierung, mit einer anderen Politik, die sich abwendet vom neoliberalen Irrweg und auf Reregulierung der Wirtschaft, Stärkung des Binnenmarktes gerichtet ist, ökologischer Umbau der Wirtschaft, aber eben auch Neuaufrüstung des Sozialstaats, das so wie in der Außenpolitik die Rückkehr zur Entspannungspolitik und die Beendigung der Waffenexporte, die Unterstützung, die wirkliche solidarische Unterstützung der armen Länder und der Menschen, die dort leben, und nicht zu meinen, man könnte die Probleme der Welt auf dem dicht besiedelten europäischen Territorium lösen. Das ist das, was mir grob vorschwebt und was ich mir erhoffe von der neuen Sammlungsbewegung Aufstehen.